Da die Top 5 offensichtlich nicht gereicht hat, präsentiert nun Beat-Vertrag 5 weitere deutsche Synchronsprecherinnen. Nummer 1. Juliana Jakobait. Ihr seid Piraten, zum Henker mit dem Kodex und zum Henker mit den Regeln. Das sind sowieso eher Richtlinien, das wisst ihr doch. Wir beginnen mit einer Frau, die bereits mit 10 Jahren Sprechrollen übernahm. So ist sie zum Beispiel als Feststimme von Aishwarya Rai, Amy Adams, Gal Gadot oder Keira Knightley bekannt. In Detektiv Conan hat man sie ganz sicher schon mal gehört. Nur weil du alle Fälle aufklärst, bleibt für meinen Vater, den Privatdetektiv, nichts mehr übrig. Aber sauer bin ich deshalb auf dich nicht. Nummer 2. Ulrike Stürzbecher. Ich weiß, dass unser Geld weg ist. Du erinnerst mich täglich daran. Noch eine Stimme, die man auf jeden Fall kennt. Für ihre Synchronisation in Titanic erhielt sie 1998 die Ehrennadel der goldenen Leinwand. Ulrike Stürzbecher spricht neben vielen anderen Kate Winslet, Patricia Arquette, Anne Hesch oder auch Jennifer Aniston. Das ist absurd. Sie kennen mich nicht und ich kenne sie nicht. Und wir sollten nicht so eine Unterhaltung führen. Nummer 3. Sandra Schwittau. Ob man es glaubt oder nicht, diese Frau ist die deutsche Stimme für Bart Simpson. Dad, noch eine Runde und ich habe gewonnen. Das Erste, was ich wirklich selbst geschafft habe. Daneben ist sie auch in vielen anderen Filmen oder Serien zu hören und ist die Feststimme von zum Beispiel Viola Davis, Noomi Rapace, Hilary Swank oder natürlich Eva Mendes. Oh, er gibt alles. Gute Nacht. Nummer 4. Regina Lemnitz. Hey, was muss ich da hören? Der kleine Lord Schleifspur soll jetzt ständig hier wohnen? Die Stimme dieser Frau dürfte aus zahlreichen TV-Serien bekannt sein, wie Der Prinz von Bel-Air, Star Trek, Scrubs, Gilmore Girls oder Two and a Half Men. Die Feststimme von zum Beispiel Margot Martindale, Kathy Bates und Whoopi Goldberg ist sie übrigens auch noch. Sie können mich sonst wo ziehen. Nummer 5. Franziska Pigulla. Montag, der 6. August 1888, war ein Feiertag in London. Und die Stadt verwandelte sich in einen Jahrmarkt voller wunderbarer Dinge, die sich für ein paar Pennies tun ließen, falls man sie erübrigen konnte. Diese Frau hat zwar nicht so viele Sprechrollen wie die anderen Personen in dieser Liste vorzuweisen, aber trotzdem hat sie eine markante Stimme. Am häufigsten ist Pigulla die Stimme von Gillian Anderson, aber am bekanntesten dürfte sie als Sprecherin für Werbe- oder Fernsehproduktionen wie Galileo sein oder durch ihre zahlreichen Hörbuchaufnahmen. Manchmal ist es besser, an Märchen zu glauben. Denn die Wirklichkeit muss man ertragen können. Das waren 5 weitere deutsche Synchronsprecherinnen präsentiert von Beat-Vertrag. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.